zurück. Welcome back. Wir spielen etwas Volume. Ich stelle euch das Spiel ein bisschen vor. Playing some Volume. Das Spiel ist erschienen letzte Woche am Dienstag, glaube ich, für die PS4 und auf Steam für den PC. Normal ist das Spiel Cross-Buy, dass ihr quasi das einmal kaufen, dann könnt ihr es auf der PS4 und auf der Vita spielen, aber die Vita-Version ist noch nicht fertig. Die wird irgendwie extern bei Jaw entwickelt. Just Add Water. Die haben, glaube ich, auch die Oddworld-Spiele gemacht für die Vita. Stranger's Wrath HD und so Sachen. Und ja, das dauert noch ein bisschen, aber wir verlosen auf jeden Fall einen Code. Im Laufe des Streams werde ich den im Chat mal posten. We're giving away one code for Volume for PlayStation 4 European Region and also works on Vita once the Vita version is released. Und gucken wir mal rein. Am besten gucken wir mal den Anfang rein, obwohl ich schon ein bisschen gespielt habe. So knapp 30% vom Spiel habe ich schon gesehen. Also ein bisschen über ein Viertel. Aber wir fangen trotzdem mal ganz von vorne an. First Steps. Any news? Not a great deal. Gisborne's PR department are projecting calm professionalism in the hunt for a pesky child. There have been a number of robberies against the targets you've shown. Reaction times are getting shorter as the audience grows. Our targets, Rob. They all deserve to be robbed, right? Describe the men and women who you have on file. The people Gisborne saw fit to train as guards to protect. Well, allies from early in Gisborne Industries' history, the highest of his associates tasked with the protection and taxation of England's states. Only those who have earned his greatest respect, his gratitude for help. Rich. Evil bastards. That's right, yeah, yes. Then yes, they all deserve to lose what they stole. Gisborne tells the people that his three estates are a fair division, that the riches protect and should be honored. Money is the division he chose. I aim to address that. And the innocents? The only innocents in this country are the people hungry enough to copy these recordings. And I'm showing them how to do this without hurting anyone. Yeah, it must be nice to see the world so black and white. Well, as the one of us who's actually seen the world in the last 9 years, I think it'd be best to stick to my interpretation, yeah? Before you reset me and gave me access to the net, I was as certain as you are now, and all it took was a chat with, what, a paperclip or something? My reset button's tricky to get to. I used a pen. Ah, mightier than swords. We're doing good work, Alan. I think we are, yes. We just need to be careful. Ja, es gibt viele dieser lustigen Anekdoten hier. I think we are. Yes. We just need to be careful. Ja, das ist Volume. Danke fürs Zugucken, durchgespielt. Nee, das war nur eine kleine Einführung. Es gibt immer wieder diese Sprachsamples, aber im Grunde ist es ein Schleich- und Rätselspiel. Bester Metal Gear Solid-Manier. Erinnere mich auch ein bisschen an andere Genrevertreter wie Spy Chameleon auf der Wii U und auf Steam. Auch wenn das hier wesentlich hochwertiger produziert ist. Das Spiel stammt von Mike Bithell, der hat vorher Thomas Was Alone gemacht. Ein wunderbares Spiel, es ist ein Plattformer und da geht es um so kleine Quadrate, die unterschiedlich groß sind und verschiedene Persönlichkeiten haben, wie die da miteinander interagieren und so. Hat dann auch nicht nur Einfluss aufs Gameplay, sondern auch auf die Story. Sehr cooles Spiel, solltet ihr euch mal geben, gibt es mittlerweile für jede Plattform wirklich. Und ich besitze es auch auf jeder Plattform, glaube ich. Ansonsten, wir haben es auch auf dem YouTube-Channel xtgamer.de auf YouTube durchgespielt. Da könnt ihr euch das auch mal reinziehen. Auf jeden Fall, das ist das neue Spiel von ihm. Und Voice Acting, top. Wie man gerade gehört hat, der Protagonist, jetzt habe ich den Namen leider vergessen, ist aber ein berühmter YouTube-Star. Und der Sprecher von Thomas Was Alone, der hat ja auch einen BAFTA Award bekommen für Thomas Was Alone, ist jetzt auch wieder dabei, ist diese Alan, diese KI. Und
zusammen wollen die diese böse Organisation Gisborne, die in Großbritannien anscheinend die komplette Welt erobert hat. Die komplette Welt, das glaube ich eigentlich. In Großbritannien die Herrschaft übernommen hat. Versuchen die irgendwie wieder klein zu kriegen. Und es scheint auch so, ich will jetzt nichts spoilen oder so, aber es scheint auch so, als wäre der Protagonist nicht ganz real eventuell. Und es scheint auf so eine ähnliche Story rauszulaufen wie Thomas Wurzelon auch. Wer das kennt, der bei dem mag jetzt schon das eine oder andere klingeln. Und dann gibt's auch noch den Gollum aus Herr der Ringe, der spricht nämlich, Andy Serkis ist das, der spricht nämlich den Gisborne, den Boss von diesem Konglomerat, von dieser Firma, von dieser bösen. Und das ist echt alles toll gemacht. Die Levels sind super, sind anspruchsvoll, sind eine gute Challenge für jeden Puzzlespieler. Und das Voice Acting, also die Synchronsprecher, sind echt top. Alles auf Englisch. Ihr könnt das Spiel schon auf Deutsch stellen. Habt ihr zumindest deutsche Untertitel, so wie es halt auch in Thomas Wurzelon war. Aber halt keine deutschen Stimmen. Das gibt's leider nicht. Aber tut dem Ganzen auch keinen Abbruch. Vor allem spielt das Ganze ja in Großbritannien mit diesen drei großartigen britischen Sprechern. Das ist echt toll gemacht. Dialoge sind top geschrieben. Es gibt nicht in jedem Level auch Dialoge. Aber muss es auch nicht. Und was macht man in dem Spiel? Das Ganze sind Simulationen von Überfällen. Und die werden live gestreamt an die britische Bevölkerung. So eine Art Let's Play, quasi in der Zukunft. Und das soll denen quasi zeigen, wie vulnerable, wie anfällig eigentlich dieses System ist von Gisborne. Und deckt auch so ein bisschen auf, was diese einzelnen Machthaber hier, der Banker zum Beispiel, die Schauspielerin und so, was die eigentlich alles so im Geheimen treiben, der Monger und so weiter. Das sind schöne Artworks, schöne kleine Stories, die da auch erzählt werden und eine übergreifende Geschichte eben mit dieser Gisborne Corporation, die der Protagonist hier zu Fall bringen will. Wir schauen einfach mal in ein späteres Level rein. Die habe ich alle schon gespielt und ich habe erst 28% Completion, also es gibt hier noch eine Menge Levels zu spielen. So, ich nehme jetzt einfach mal irgendeins. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Schauen wir einfach mal rein. Teilweise sind die von der Story her aufeinander aufgebaut. Eventuell versteht er jetzt gerade nicht alles. Aber wir gucken einfach mal. Hier haben wir den Bugle. So, den Bugle kann ich verschießen mit dem rechten Analogstick. Ich muss quasi immer die Wachen umgehen und zum Ausgang kommen. Das ist so mein Ziel. Und muss unterwegs so Art Sphären einsammeln. So Datenpackages quasi. So, jetzt kann ich das in der Luft explodieren lassen. Und er guckt hier nach. Es gibt immer wieder diese Texte. Manchmal sind es irgendwelche E-Mails von irgendwelchen Mitarbeitern von Gisborne. Auch zu unterschiedlichen Zeiten. Und manchmal sind es auch... es gibt so ein... größeres, umfangreicheres Interview mit Gisborne, mit dem Chef quasi. Und das geht über mehrere Levels und man findet dann immer wieder diese Texte, das ist ganz interessant, das Background Story. Manchmal wird es eben auch benutzt, um Tutorials hier, um Sachen zu erklären. Muss ich schnell sein, sonst kommt er wieder her. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Musik großartig, wieder mal. Von David Houston, der auch schon für Thomas Wurzelon den Soundtrack gemacht hat. Also sie haben diese Sichtkegel wie im Metal Gear Solid und sobald ich reinkomme, verfolgen sie einen auch und rufen auch Verstärkung. In manchen Levels gibt es auch Alarmbuttons, wo dann alle anderen Wachen noch zu Hilfe gerufen werden. Hier wird es dann nochmal erklärt, so ein bisschen comichaft. Man kann wirklich R2 drücken, man sollte es auch mal benutzen. Ich muss alle Sphären hier einsammeln, um diesen Ausgang da rechts oben zu aktivieren. Also lenke ich ihn erstmal hier rein. Es ist manchmal ein bisschen fummelig, so wie der man sieht hier. Denn sobald man drückt, verzieht man manchmal und dann geht der Bugle ganz woanders hin. Oh, jetzt habe ich den einen vergessen. Jetzt kommen wir wieder zurück und jetzt schicke ich ihn. Ein bisschen doof sind sie natürlich schon, aber später gibt es dann auch Turrets und so Sachen, also es wird dann richtig knifflig noch.
Ah, fuck. Ah, man sieht oben die Nachlade. Dieses Quadrat, wenn das zugeht, dann schießt er quasi. Man kann dann auch so in Deckung gehen mit L2. Und mit X kann man dann die Deckung wechseln. Das ist auch ganz praktisch. Könnten wir hier sogar hernehmen. Also die sehen wirklich nur in dem Sichtkegel. Wenn ich jetzt hier rumstreue, sieht er mich nicht. You're welcome, Internet. Links oben seht ihr, die Zeit wird immer mitgestoppt. Es gibt auch weltweite Leaderboards. Okay, jetzt fix. Was mir so ein bisschen noch fehlt, ist, dass man auch mal kurz sprinten kann, eventuell. Aber dafür gibt es auch ein Upgrade später. Eigentlich gibt es das ja schon im Spiel. Das zeige ich euch auch mal, wenn ich das Richtige finde hier. Ich nehme jetzt noch ein späteres. Hier, the actor has already used social media to deny knowledge of her charity's wrongdoings. Find further proof in her home. Also man ist ein bisschen der letzte Rächer der Gerechtigkeit. So, hier sieht man auch das erste Mal die Turrets. Und das ist immer sehr comichaft auch geschrieben. A distracted turret will look around. A well-placed oddity could get their attention. Am I helping you picture a solution through framing? Also, versteht ihr das Bild quasi? Do you get the picture? Das ist natürlich eine Anspielung an da links, weiß nicht, ob ihr das seht. Links dieser Rahmen, dieser Bilderrahmen, da kann man nämlich eine Oddity, also etwas sehr Seltsames, platzieren und dann richtet quasi der Sichtkegel sich nur auf diese Oddity. Die liegt hier rechts, die muss ich mir erst holen. Mache ich jetzt mal. Man kann übrigens die Kamera ein bisschen bewegen mit dem rechten Stick oder auch mit dem Touchpad. Und ich kann auch pfeifen, wenn ich jetzt keinen Bugle habe. Kann ich auch. So. Ich mit die natürlich erst. Loxley ist schon ein bisschen, ne? Ein bisschen eingebildet ist er schon. So, jetzt habe ich die Oddity. Das ist neben dem Bugle eine zweite Sache, die ich rumwerfen kann. Die muss ich rechts oben sehen, den Balken. Wenn es voll ist, dann kann ich es erst benutzen. Ich zeige es euch mal, wenn ich sie dann. Das ist quasi wie so ein schimmernder Edelstein und jede Wache oder jedes Turret bewegt seinen Blick dann nicht weg davon für eine gewisse Zeit. Also jetzt ist es wieder aufgeladen, jetzt kann ich wieder eine neue ballern. Man kann aber immer nur eine ballern. Und man kann immer auch nur ein Item aufheben, also entweder die Oddity oder den Bugle. So, um an ihm vorbeizukommen, ihr seht den Sichtkegel hier, der bricht sich zwar hier, aber ich komme nicht vorbei. Brauche ich die Oddity? Jetzt guckt er nur auf die Seite und man sieht auch über seinem Schädel, so wie bei der Nachladeanimation von seiner Waffe, wie lange das Ganze anhält. Und jetzt, do you get the picture? Zack. Das hier sind immer Speicherpunkte, also Rücksetzpunkte. Ja, die KI wird auch immer ein bisschen angehoben. Das wird im Spiel eigentlich ganz gut erklärt durch diese Art VR-Mission, Virtual Reality. Und es macht dann auch Sinn, dass sie manchmal ein bisschen, am Anfang noch ein bisschen dumm sind und dann immer schlauer werden. So, hier haben wir wieder. Ja, guckt er nicht hin, ne? Weil es muss innerhalb seines Kegels sein, damit er hinguckt. Muss schon nur pfeifen. Ah ja, so hat es geklappt. Hier den Speicherpunkt. So, hier am besten am Rand platzieren. Aber hier ist eine kleine Falle. Wenn ich da nämlich drauf trete, macht das Geräusche. Ich zeige es einfach mal. Zack. Man kann außerhalb des Sichtkegels kommen, indem man hier in Deckung geht. Kann sie so ein bisschen verarschen. Aber irgendwann ballern sie dann doch. Also, da sollte ich nicht drüber laufen, weil das macht Geräusche. Und macht die Wache dann auf uns aufmerksam. Hallo? Ja, jetzt.
Muss jetzt nachladen. Oh fuck. Ah, ich muss. Okay, jetzt. So, kleines Problem, das macht Geräusche. Die Wache dreht sich um, also lösen wir das mit einer Oddity. Denn selbst wenn er damit dann Geräusche macht, er meckert zwar, aber er guckt sich dann nicht um. Man hat dann genügend Zeit. Hier ist eine der E-Mails, die ich meinte, zwischen den Coworkers, also zwischen den Angestellten von Gisborne. Ja, ein Alternate Voice Track wäre gar nicht verkehrt, ne? Vielleicht was Professionelles, schlägt er hier ein Mitarbeiter vor, eine andere Stimme für die KI. Vielleicht was Weibliches. Also ist alles ein bisschen humoristisch gemacht. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Okay, jetzt brauche ich wieder ein. Ah, da komme ich nicht durch. Seht ihr unten der Sichtkegel? Muss ich warten, habe ich Spule platziert. Und so läuft halt links die Zeit um. Man kann sich alle Zeit der Welt lassen, wenn man jetzt nicht auf Bestzeitenjagd ist. Und das bin ich auch nicht wirklich. Und die habe ich ja eh schon gespielt. Oh, okay. Selbst wenn er entdeckt ist, kann man dann immer noch das Level abschließen. Ja, das ist Volume. Wie findet ihr denn so bis jetzt? Schreibt ruhig mal einen Kommentar. Write in the Twitch chat how you like the game. I'm gonna drop the PlayStation 4 code in a second. So get your code redeem screens ready for PlayStation 4 or the Vita. Or you redeem it on the PC in the Sony Entertainment Network. Also ich hau jetzt dann gleich den PS4-Code raus. Am besten mal bereit sein, auf der PS4 den Code einlösen, Screen aufmachen. Und dann, wer der Erste ist, bekommt das Spiel. Oder halt auch auf dem PC. Auf account.sonyentertainmentnetwork.com oder auf der Vita kann man es auch einlösen. Ich nehme jetzt mal ein Level, das habe ich noch nicht gespielt. I haven't played this level. Mal schauen, wie das wird. The Thug. The Thug runs an agency providing guards to all Gisborne's associates. Stealing her data will likely thin out guards in future missions. Okay. Also die verkauft quasi Informationen und in Zukunft gibt es dann weniger Wachen, wenn wir sie quasi jetzt hier klauen. Und ich bin mal ruhig, damit die Stimmung so ein bisschen... Gonna be silent, so you can enjoy the atmosphere. And I'm gonna drop the code right after this level. And write on the Twitch chat, what do you think about the game? AI, freeze. Gute Zeit. Jetzt wollte ich die Musik lauter machen, aber es geht leider nicht. Also ich habe es gerade gesehen, der Mute ist das dritte, was man noch aufsammeln kann, neben dem Bugle und was war das andere?
Ja, dieses andere Item. Und damit sind wir dann total leise. Unsere Schritte hört man nicht. Und wir sind auch um einiges schneller. Das ist das hier. So, we're silent and way faster with this upgrade. So, unser Ziel wird dann auch hier durch diese Welle da markiert. Am Anfang ist das noch nervig, weil man sieht den Ausgang direkt, aber jetzt ist es ganz praktisch. Dann sieht man direkt, wo man hin muss. Our target is displayed with this little shake there. Also mit dem Mute kann man auch über diese lauten weißen Felder laufen, das ist ganz praktisch. Schon ein ganz nettes Schleichspielchen, finde ich. Und ich werde jetzt mal den Code droppen. I'm gonna drop the code for Volume, PlayStation 4 and PlayStation Vita in the chat, European Region. Nur für Europäer mal wieder. Aber das PSN ist ja leider getrennt, Nordamerika und Europa. So, have fun with the game. Viel Spaß mit dem Spiel, wer auch immer es einlöst. Bitte mal kurz Bescheid geben, wenn ihr das Spiel eingelöst habt. Please notify us in the chat if you redeemed the code. Und ich sag mal, eins machen wir also noch kurz. The King of the South is staging a great exhibition of items he has liberated from the greater world. Time to rob from a thief. Hat nicht ganz geklappt. Probieren wir nochmal. Ja, das ist schwierig. Das sind jetzt hier alles Felder, die Geräusche machen. Also muss ich ihn eigentlich hier hinlocken können. Aber selbst dann hört er es ja noch. Und dann nochmal. Ah, so geht das. Das wird schon richtig komplex. Auch sehr schön die Level-Architektur, aber auch wie sie aussieht. Hier mit diesen Statuen und so und verschiedene Farbcodes immer pro Level, je nachdem, um welchen Charakter es geht in dem Level. Ganz nett. Yeah, we're streaming a lot of new releases. Thanks, Wildbur.
next week I'm gonna have to work again, so I can't stream that much, but I'm gonna try to do the three streams a week, with Monday Orbitary, we play space games, and Wednesday we play new PS4 games, and Thursday we play new Steam games, all at 8 PM CET, Central Europe time. Also wir streamen immer montags ein paar Weltraumspiele, Observatory nennen wir das. Am Mittwoch gibt es dann die neuen Konsolenspiele und am Donnerstag die neuen PC-Spiele. Und jeweils immer um 20 Uhr. So, ich hoffe, jetzt hat jemand den Spielcode eingelöst. I hope somebody redeemed the game code. I haven't heard anything from you. Aber have fun with the game if you redeemed it. Und wir machen jetzt mal dieses Level noch fertig. If they're walking every day to work, they have to go over all these really loud over this pattern of loud. Yeah, you see it yourself. It's a really fun way to work, I guess. Wenn die jeden Tag zur Arbeit müssen, dann immer über diese lauten Felder. Das können wir hacken. Den Rest, obwohl, hier kann ich noch hin. Als mache ich erstmal hier den Quick Save. Ich finde die Optik auch so geil, wie hier alles ein bisschen explodiert und so. Das sieht echt cool aus. Die beiden, die hole ich mir gleich noch, wenn ich den Bugle oder den Mute oder irgendwas eingesammelt habe. Wahrscheinlich den Mute. Hier ab und zu gibt es solche Toiletten. Solche Tabs, da kann man die dann auch mit ablenken. Zeige ich euch gleich mal. Ah, oh, fuck, kann ich nicht sehen. Gleich nochmal. Man muss echt schnell sein manchmal. Weil mit den Sichtkegeln, das ist echt gutes QA. Gute Qualitätssicherung. Good QA in the game, because sometimes you have to be really fast, and the view of the enemy is almost catches you up, but it's really narrow sometimes. Narrow escapes. Yes, it is tense. Thank you for reminding me. Aber man sieht hier, bis hierhin hat mich ja, der Gegner hat mich ja noch bis hier unten hin verfolgt, aber nachdem hier Quicksave war, er guckt sich nicht mehr um und ich habe trotzdem das Ding da eingesammelt hinter ihm. Also es ist manchmal ein bisschen glitchig, sage ich mal. Also man kann sich hier leicht einen Vorteil verschaffen durch diese Dinger hier. Aber naja. Muss ja nicht alles bockschwer wie Mega Man sein. Prozent Completion haben wir jetzt von der Geschichte. Ah, okay. Volume wurde schon redeemed. Alles klar, wurde schon eingelöst. Aber es gibt nicht nur die Story-Levels. Man kann auch mit dem Level-Editor selber Levels bauen. Die würde man hier unter Local finden. Und über Online kann man sich dann auch Levels runterladen, die andere Leute gebastelt haben.
mit dem Editor. Und das ist schon cool. Das hat so ein bisschen Little Big Planet Vibe. Das ist echt cool, dass man das machen kann. So hat man dann immer einen frischen Vorrat an neuen Levels. So ein bisschen wie bei Sound Shapes ja auch. Da wird ja auch sehr viel auf Community gesetzt. Ich weiß nicht, wir können doch einfach mal ein Online-Level machen. Machen wir doch mal eins. Anscheinend sind die auch bewertet mit 2 von 5 Rauten. Okay, schauen wir den Test an. Also das ist jetzt ein Online-Level, das ein anderer Nutzer gebaut hat. This is a level somebody created online with the level editor.